So, hier haben wir schon gesehen, es ist eine Rettungsmission, aber wir sind, also zu retten sind die zumindest nicht mehr. Wir können aber, die können wir gerade mal nicht mitnehmen. Wir können Waffen von den anderen mitnehmen, die sehen dann auch so aus. Die haben da anscheinend so fest in den Boden reingerammt, dass wir die nicht mitnehmen können. Und das ist halt so das Anfangsgebiet hier. Die Waffe, damit können wir schießen, sieht sehr hübsch aus. Mit dem können wir auch hier den anderen Vollmodus machen, haben wir ja schon gesehen, da prallt dann das Zeug ab. Oben rechts ist die Munition, das was wir gerade aktuell geladen haben, ganz oben, darunter dann halt Vorrat. Dann haben wir oben links unsere Lebensanzeige und unser Schild. 100 Leben, 300 Schild können wir maximal haben. Und auch hier ist noch ein Kollege, der hat eine Granate noch vor sich liegen gehabt, warum auch immer, vielleicht wollte er damit spielen. Und da hinten ist einer leider etwas verhindert. Ich rette dich, ich beeile mich. Tja, das hat nicht funktioniert. Ich kann auch nicht durchschauen. Ich kann auch nicht durchgehen. Ja, wie gesagt, grafisch, atmosphärisch, alles sehr, sehr nett gemacht. Taschenlampe haben wir, glaube ich, nicht. Ich wüsste nicht wo. Weil F ist benutzen standardmäßig. E und Q sind lehnen. Und es ist gerade mal ziemlich dunkel, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich das Video später noch aufhellen muss. Hm, hier ist nichts. Die Flaschen können, glaube ich, explodieren. Yep, können sie. Das ist der. Lebt nicht mehr so ganz. Haha. Spiegel mal schnell. Die Gegner. Ah. Verschwinden leider im Boden. Weil es wahrscheinlich wieder geschnittene Fassung ist, aber mein Gott. Damit kann ich leben. Hören Sie mich? Sparen Sie sich das Gerede. Funktioniert nur in einer Richtung. Ich höre Sie eh nicht. Gut, dass das geklärt ist. Junge, bin ich froh, Sie zu sehen. TKB, wow. Wurde mein Notruf also doch gehört? Ich bin Danny Miller, Techniker von Ebene 1. Ich hoffe, Sie kommen mich retten, denn allein komme ich hier nicht raus. Alle, die ich auf den Sicherheitskameras sehe, sind tot. Hab mich in einem Sicherheitsbüro im Generatorgebäude verbarrikadiert. Um herzukommen, müssen Sie allerdings das Sammelwerk durchqueren. Hm. Der Hauptweg ist blockiert. Warten Sie. Ich öffne die Luken zum Abflussbecken. Sind nur ein paar Züge. Auf der anderen Seite ist eine Kamera. Ich sehe sie dann kommen. So, und er ist auch offen. Was damals auch sehr cool war. Waren wir je so naiv? Ja, weiß ich nicht. Das Wasser. Das bewegt sich. Das macht Wellen. Voll cool. Hier. Schwabbeli-wabbel. Und zwar Wellen, die man selbst erzeugen kann. Das war damals cool. Sieht man jetzt ein bisschen schwächlich, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Warte mal, wenn man hier mit den anderen Teilen, wenn man sich die hier nimmt, oh, muss ich erstmal nachladen. Das sieht man jetzt leider nicht so gut, schade. Auf jeden Fall geht das. Haben wir echt kein Licht? Nee. Ah, das ist Munition für uns. Warum auch immer da unten Munition liegt. Zwischendurch ein bisschen Luft schadet nie. Und wir müssen irgendwo hier durch. Und durch einen kleinen Tunnel schwimmen. Soweit weiß ich das noch. Also die erste Mission, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Weil ich die wahrscheinlich öfter gespielt habe als die weiteren Missionen. Hier kommt man, glaube ich, dann gleich vorbei. Genau. Weil ich glaube, ich habe das Spiel schon öfter mal angefangen, aber nie wirklich oft zu Ende gespielt. Ah, der sieht. Der fehlt ein bisschen eine Textur. Finde ich. Wo geht's jetzt weiter? Hallöchen? Hallo? Hallo, lieber Durchgang. Bin ich da zu blöd, den zu finden, oder was? Ist eigentlich nicht so schwer. Da sind auch noch ein paar Knochen mehr, ein paar Waffen. Ich glaube hier geradeaus einfach nur, oder war ich denn nicht schon? Es kann doch nicht so schwer sein. Es ist halt gerade sehr dunkel, ich sehe halt selber quasi nichts. Ach hier.
Prima. Schon mal den Ausdruck Blut ist dicker als Wasser gehört? Trifft zu. Alter Sprücheklopper. Haben wir das geschafft? Ich will nochmal probieren. Ja gut, es ist schon ziemlich gewellt hier. Naja, ist egal. Auf jeden Fall funktioniert das. Damals war das cool. Heute ist es Standard, aber damals war es cool. Auch hier damals, dass diese Bögen hier so rund waren. Ich meine, es mag nur ein Detail sein, aber es ist trotzdem. Das ist damals. Hier ist übrigens, hier waren wir schon auf der anderen Seite. Der Kollege hat leider Pech gehabt. Aua, wir können uns auch selber schaden. Das war wieder die rechte Maustaste. Der Kerl hat leider, den haben wir ja schon gesehen von der anderen Seite. Und das hier sind Lebenspacks hier, die Health Packs. Die können wir einsammeln. Hier ist nichts mit selber aufladen. Das war dann noch nicht in der Zeit der Standard. Die sind noch nicht wirklich schwierig. Die halten quasi nichts aus. Und dass sie verschwinden, ja, ich weiß nicht genau. Finde ich nicht so wirklich cool. Aber ich kann es gerade nicht ändern. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie entzensieren kann, aber ich muss mal schauen, ob ich das mache. Jetzt ist mir das gerade mal ziemlich egal. Die Kameras sind auch cool. Auch die ganze Gegend hier. Ich finde es gerade nur sehr dunkel. Eieiei. Vor allem, wir haben auch schon die Waffe von den anderen hier aufgenommen. Mit denen kann man sie theoretisch auch besiegen. Ist allerdings ein bisschen schwächer. Das heißt, sollte man eher im Notfall darauf zugreifen. Deswegen war es eigentlich blöd, was ich gerade gemacht habe. So. Wunderbärchen. Auch sehr schön hier ist mit dem ganzen Gras und so. Na. Und wir sind zwar in Unreal 2, wir sind auch in einer quasi im gleichen Universum von Unreal. Allerdings kommen wir zu den anderen bekannten Spezies, kommen wir später noch. Und zwar die Scar, die gibt es auch noch, die werden wir noch treffen. Und ich weiß nicht, wie das mit den weiteren Viechern ist. Ich glaube, da sind auch noch einige weitere. Aber auf jeden Fall die Scar, die ollen Rasterlocken-Tubis, die sind auch mit dabei. Und ist auch sehr gut. Hier, Leben können wir mal mit einnehmen. Steht ihnen aber gar nicht. Diese Kreaturen erschienen, als wir dieses außerirdische Ding aus der Nähe gezogen. Ist richtig alt. Das Ebora ruiniert. Oh. Die haben ein außerirdisches Ding aus der Nähe gezogen. Das heißt, irgendwas haben die damit geweckt oder angelockt. Super Schuss. Ja, ich weiß. Vielen Dank, ich bin Profi. Es gibt übrigens auch Lebens- und Energieschildstationen. Das heißt, da kann man sich dann reinstellen und sich einfach aufladen. Vorsicht! Das meiste davon ist instabil. Ein Blindgänger könnte es entzünden. Ja, so zum Beispiel. Und es gibt auch, wenn wir dann später zu gepanzerten Einheiten kommen, dann haben die auch Energie in ihrem Schild drin, in ihrem Anzug. Und wenn wir über die Leiche dann latschen, dann die leuchten dann halt noch blau. Sobald wir dann rübergehen, laden wir uns auch ein Stück von der Energie auf, von dem Energieschild, was wir haben. Das heißt, wir klauen dem dann das Zeug. Da kommen wir aber erst später zu. Das ist alles noch ungepanzerter Kleinkram hier. Und alles ziemlich explosiv. Aua. Ah, jetzt kommt von hinten auch noch an. So. Ich bin geblitzt, Dings. Ah. So, weg. Noch einer. Boah. Was nimmt der für Wörter in den Mund? Auf jeden Fall, an dieser Stelle muss ich sagen, kommt das Unreal-Feeling dann doch noch ziemlich gut rüber. Rein von der Grafik her, von der Atmosphäre, jetzt auch von der Musik, ist es schon sehr Unreal. Was gut ist. Finde ich gut. Man ist halt nur sehr träge. Finde ich, ne? Ich renne hier so schnell ich kann gerade. Das finde ich eigentlich blöd. Ich kann auch langsamer gehen. Wie gesagt, eigentlich so das Rennen, das ist eigentlich so der Hauptpunkt, wo ich mir denke, das hätte man nur noch ändern können. Es mag sehr klein erscheinen als Kritikpunkt, aber es ist tatsächlich so.
dass ich mir denke, ja, nee, ich mag schnellere Spiele. Ladon. Falls ihr das Spiel selber spielen wollt, ich glaube, bei Steam gibt es das, wenn man nicht aus Deutschland einkaufen möchte, also wenn man nicht in Deutschland lokalisiert ist. Ansonsten gibt es halt auf in verschiedenen Läden gibt es das auch, bei Amazon, keine Ahnung was. Kann man sich das überall bestellen, auch auf dem Gebrauchtmarkt für Billigkohle. Jetzt dürften Sie problemlos weiterkommen. Man braucht auch keine Online-Aktivierung oder irgendwelche Geschichten. Es gibt einen Key, der auf der Hülle mit drauf ist oder halt in dem Heft mit drin ist. Aber das war's dann. Ach, die Kamera ist kaputt. Das heißt, man kann auch gut gebraucht kaufen. In dem Fall schnappt man sich irgendwo für 2-3 Euro ab und dann war's das. Also falls ihr es selber spielen wollt, dann macht es gerne. Halte ich euch nicht von ab. Könnt ihr es selber spielen und dann zuschauen. Und da ist es explodiert. Verdammt. Meine Energie ist weg und ich habe gebrannt. Weil ich direkt neben dem Fässer stand. Ich nehme mal das andere hier. So, aber das ist die Waffe ist echt ein Murks. Ich will doch nicht jetzt am Anfang schon sterben. Nehme ich wieder das normale Sturmgewehr. Wir können auch den Granatwerfer mal benutzen. Wir haben im Moment nur die normalen Splittergranaten. Da ist noch nicht allzu viel zu holen. Vor allem nicht gegen jemanden, der da oben ist. Ah, ich brauche unbedingt Leben. Okay, ein Lebenspunkt, jetzt wird spannend. Zurückgehen kann ich auch nicht, weil das andere Healthpack war noch in dem anderen Level. Verdammt. Ah, ich hätte mal speichern sollen. Warte mal, wie sieht das aus hier mit den Speicherplätzen? Gut, man kann das jeweilige Level immer neu starten anscheinend. Also auch der Abschnitt, in dem wir gerade sind. Ah, das wird nix. Der muss mich nur einmal treffen. Das war sogar ein Abgeprallter. Okay. Da legt er sich schön hin. Ne? Und da sieht man hier, der Anzug, der leuchtet blau. Das wäre dann die Energie, die man mit den anderen Figuren klauen könnte. Hier ist alles leer. Ich sollte zwischendurch mal speichern. Neustart. Ich stelle mich gerade echt blöd an, muss ich sagen. Einfach nur, weil ich neben den Fässern gerade stand und die Waffe probieren wollte. Na, kriegen wir hin. Es kann nur besser werden. Na, wir sind gar nicht mal so weit weg hier. Keine weiteren Kreaturen in Sicht. Jetzt dürften Sie problemlos weiterkommen. So, zack. Wir sind gut dabei hier. Ah, Granate. Oh. Dengel, kaputt. Granaten habe ich immerhin 25 Stück dabei. Ja, doch. Geht schon ganz gut. So. Wir können auch mal die andere Waffe hier benutzen. Das können wir gleich mal machen. Die sich selbst auflädt, die Nummer 1 hier. Nicht Nummer 1, weil es die beste ist, sondern weil es die erste auflädt, also weil es die schwächste ist. So, wo ist er? Haben wir die gar nicht dabei? Doch, da ist die. Nee, das ist die Nummer 4. Die schießt halt so normales Zeug, die lädt sich dann selber auf, kann man oben rechts sehen. Man kann auch hier wieder den Schuss komplett aufladen. Dann gibt es eine stärkere Kugel. Aber wie gesagt, im Prinzip sehr ähnlich zu der Standardwaffe aus Unreal 1. Allerdings gibt es da keine Upgrades für, was ziemlich doof ist oder was es halt ziemlich schwach macht. Aber die... Okay, die ist doch stark. Okay. Sag mal, die hatten wir doch schon besiegt eben. Wahrscheinlich wäre dahinter genau das nächste Medipack. Hätte ich gar nicht sterben brauchen. Da wackelt das Wasser. Yay! Toll. Uff, dachte schon, ich hätte sie verloren. Als
Wasserraum. Da wimmelt es von den Viechern. Aber da müssen sie durch. Viel Glück. Der wäre ein Medipack gewesen. Ich speichere mal. Speichern ist auf F5. Alles klärchen. Da hängt jemand. Willst du nicht mehr? Hallo. Ich will nicht nachladen. Das Sekundärfeuer ist echt toll. Es ist ja gerade sehr dunkel. Sieh kaum. Ja, das hoffe ich auch. Ansonsten piekse ich dir in den Bauch. So. Alles klar, hier in Abwasserkanäle oder was auch immer das hier sind, hat er gerade ja gesagt. Hier geht's weiter. Ja, richtig. Achso. Die Sicherheitstür. Warten Sie, ich öffne sie. Gesagt, getan. Aber es ist ja nett, dass der uns hier so kooperativ entgegensteht. Das hier haben wir auch Energie zum Aufheben. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Seien Sie vorsichtig. Ich speichere mal lieber. Fupp. Und es geht wahrscheinlich runter. Ich sehe es ja nicht. Doch, ich sehe es schon. Es geht hoch. Schon sehr cool. Jetzt? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, wir können raus. Wir sind angekommen am Boden. Aber da ist ein Scar. Und die mögen uns auch immer nicht. Wir sind auch immer genauso sportlich unterwegs wie damals. Die haben jetzt ihre Klingen, mit die sie sich verteidigen können. Leider hat ihm das auch nicht so viel gebracht. Bleib doch mal liegen, hey, Junge. Er inspiziert wohl seine insarianischen Truppen. Das gefällt mir nicht, John. Auf jeden Fall eine sehr cool gemachte Szene gerade. Deswegen habe ich auch mal die Klappe gehalten, um es nicht kaputt zu machen.